Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Ich bin endlich wieder hier bei diesem schönen Spiel. Da damals ja mein Spielstand gelöscht wurde, also der Server gelöscht wurde, fange ich ganz neu an. Man kann jetzt auch mit Kindern spielen. Interessant. Aber die meisten haben sich für Thomas entschieden. Ich werde erstmal meinen neuen Charakter erstellen, nämlich LP Ronissimo. Create. Ha, gibt's noch nicht. Falkoman gibt's jetzt auch. Aha. Interessant. Den gab es vor kurzem noch nicht. Ich nehme Gaumon und werde ihn nennen. Ich nenne meinen Gaumon ganz spontan, ohne das vorher gewusst zu haben. Gaumon. Ja. Also gut. Fangen wir an. Ihr habt so einen gewollt, also naja. Ich wusste aber jetzt noch nicht, dass es schon Kenan mit Falkoman gab. Das wusste ich wirklich nicht. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Tutorial können wir skippen. Ja, aber zuerst, damit wir hier wieder ein bisschen Ton reinkriegen. Okay, gut, da fangen wir jetzt mal an. Ihr seht, es läuft gerade ein Erfahrungspunkte-Boost-Event. Heißt so viel, dass wir die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkte kriegen. Okay, und wir haben unsere erste Mission gekriegt. Spreche mit Miki. Wie gesagt, ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt und es wird Schnee. 3 Tage geht das. Achso. Das ist nochmal ein Erfahrungspunkt-Booster. Finde ich gut. Und wir machen es wie damals auch. Sollte das wieder abstürzen, dann tue ich kurz schneiden und ja. Was sein muss, muss sein. Ne? Oh. Lag. Miki. Komplettieren. Und mein Digimon erreicht Level 2. Akzeptieren. Gut, ist auch gleich in dem Gebiet. Nämlich genau da. Das können wir auch komplettieren. Zurück zu Miku. Ach komm. Und wir haben gleich mal eine neue Fähigkeit gelernt, nämlich Double Handbag. Yeah. Ah, jetzt geht's da lang. Ah, da läuft schon jemand mit dem Falkoman rum. Okay, wer Lust hat mitzuspielen, gerne. Spiel ist kostenlos. Zu finden auf joymax.com. Ach ja, genau. So, wo ist das Ziel? Ach, wieder da. Okay, wieder zurück. Wie heißt das Lied so schön? Beim Wandern kriegt Herr Müller das, nee. Das Lied ging irgendwie anders. Aber egal. So, noch ein Level gestiegen. Register. Okay. Und wir bekommen ein Poster. Aha. Okay.
Das haben wir in unserem Inventar. Die Arrive Expansion. Das werde ich mal benutzen. Inventar erweitern. Das muss auch benutzt werden. Damit wir mehr mit uns rumschleppen können. Und das ist für das Warenhauslager. Dass wir dort mehr Platz reinkriegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn mehr Platz heißt mehr Items heißt mehr Erfolg heißt... Ich werde Digimon-Champion. Mehr oder weniger. Keine Ahnung, vielleicht gibt's ja oder sowas. Ja, ach, was weiß ich. Ich werde der Digimon-Kaiser, so. Not in your dreams. Auch wieder wahr. Commander Richards. Dann gehen wir zu Commander Richards. Der ist nämlich da, da, da. Aha. Okay. Ja, ja. Lording, der Lorder lordingt. Wenn der Lorder gelordingt hat, gelordingt. Ach, egal. Meine Sätze ergeben null Sinn. Ah ja. Ein kleiner Nieser in Ehren kann jedem verwehren. So, was haben wir hier für Events? Mutfrigimon. 12 Heavenly Generals. Tylamon. Red Ox, Tiger, Rabbit, Snake, Verlas? Aha. So, ich muss irgendwelche Kristallbälle sammeln. Cola. Was kann... Irgendwas für eine Miracle-Frucht. Also, bei dem kann man immer wieder tauschen. Wenn wir Cocoa-Samen finden, dann können wir daraus eine Miracle-Frucht machen. Was das bringt, ich habe keine Ahnung. Oh, ein Dämon-Ei. Das gibt's auch schon. In das DATS-Center. Alter, was haben die hier gemacht? Die haben das ja nochmal aufgebessert. Aufgegeilt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Irgendwann werden wir bestimmt noch da rein müssen. Gehen wir erstmal Missionen machen. Aber das finde ich sehr, sehr gut, was die gemacht haben. Das gefällt mir ja viel besser. Muss ich ehrlich sagen. Achso, das ist unsere Kontaktperson. Megumi. Megumi, hey! Was ist Megumi? Ist sie wirklich Megumi? Ah ja, Kurata hat auch gleich noch einen Auftrag für uns. Aber erstmal noch ein paar Aufträge abgeben. Nämlich... Itemseller. Complete. Chase of the Comb. Okay. Dann hier bei ihr. Getting cracked Digi Egg for refund. Halt. Wir wollten doch noch die Mission von Kurata holen. Der Venture, ne? So. So. La la la. Okay. Small Forest Park. Alles klar. Hey, da war gerade Kenan mit Falcomon. Finde ich gut. Obwohl, die hatten das eigentlich schon mal angesprochen, dass sie das machen wollten. Ach, ist ja eigentlich auch egal erstmal.
Alles hier mit Schnee zugedeckt, wenn es bei uns auch nur so wäre. Koromonster. It lag. Ich tu mal auf Channel 0 wechseln, da es da nämlich nicht so voll ist und somit mein Internet auch nicht so ausgelastet wird. Seht ihr keine Menschenseele? Wir sind ganz allein. 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 Ich muss ganz schnell hier raus. Yeah. Themas Level auf 3. Ah, wir haben einen Kristallball. Wir müssen aber noch Koromonster besiegen. Double Hand Back. Backhand. Wieder Backhand. Dann das. Das noch einsammeln. Und dann ist das Koromon schon erledigt und mein Digimon-Skill ist gestiegen. Dann schauen wir uns das Digimon-Menü mal an. Reden, Größe, Skill Points, Garo Rush. Brauchen wir zwei und Double Handback brauchen wir zwei Skill Points. Wind, ja, sind beide Windfähigkeiten. Aber ich mache erstmal den ersten Skill. Attribut. Sehr schwach gegen Land, also Erde. Sehr stark gegen Wald und stark gegen Wind. Aha. Naja, und die Fähigkeiten, ne? Achso, ja, ja. Jetzt ist es nämlich auch so gemacht worden, dass man bei den Startern den Burst-Modus aktivieren kann. Und wenn das nicht mal geil ist, das ist bestimmt sowas von... Oh, aber erstmal so weit spielen. Okay, wir sind schon Level 6 und wir brauchen Level, keine Ahnung, 100 dazu. Ich weiß es nicht, mein Gott. Auf jeden Fall ist gut, dass gerade heute ein Special ist. Also Erfahrungspunkte. Mäßig. Aber erstmal zurück zu Megumi. Achieve four for 10 Quests. Was haben wir schon? 10 Quests abgeschlossen? Meine Güte, das ging schnell. So, Kurata. Ja. Irgendeiner, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, der hat geschrieben, dass er als Partner Digimon, also Thomas, da waren sich alle einig, und als Partner Digimon Lalamon. Ahem. Naja. Ich will ja nichts sagen, ne? Na. Na. So. Nun. Also Beast Digimon habe ich ja von Kurata aufbekommen. Und nach den Kristallen suchen. Okay, dann gehen wir uns wieder auf das Schlachtfeld. Wenn ich genau weiß, dass das hier der richtige Weg ist. Das ist, glaube ich, gar nicht, oder? Doch, doch. Meine Güte. Ich verirre mich schon in meiner Heimatstadt. Naja. Panama passieren, sich beim Rasieren zu kastrieren. Aber das ist ein anderes Thema. Das gehört nicht hierher. Weiter geht's. Koromon. Double Backhand. Oh, mein Digimon ist ein Level gestiegen. Und
Ei. Oh, da hinten hat noch jemand einen Auftrag für mich. Aber... okay, da werde ich noch hin. Hä? Lange Distanz? Habt ihr vielleicht eine lange Leitung oder so? Naja. Horrid creatures. The Tsunamon and Upamon. Aha. Bei Upamon sollen wir digitalisieren. Geld und etwas für unser Research Support. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Noch mehr Research Support. Skill Level ist gestiegen. Okay. Aha. Was jetzt? Oh Gott. Das hat mir jetzt Sorgen gemacht. Okay, ich werde eine halbe Stunde aufnehmen. Ungefähr. 20 bis 30 Minuten und es werden ab sofort immer nur noch ein Video pro Tag kommen. Das heißt, dieses Video wird erst, ja, ihr werdet schon sehen, wann hochgeladen werden. Oh, Thema Level 4. Das habe ich schon wieder erledigt. Aber Kristalloide gibt ihr mir auch nicht mehr, oder? Oh, der dritte Skill vom Gaumon. Gaumon ist der einzige, der 3 Skills hat. Aber bei Falcomon weiß ich es, wie gesagt, nicht, weil ich ihn noch nie gespielt habe. Aber alle anderen habe ich schon gespielt und mich auch informiert. Ja, deshalb... weiß ich bei Falcomon, wie gesagt, nicht, ob der 3 Skills hat oder nur 2 oder sogar 4. Ich weiß es nicht. Na, mach mal deinen Rolling Upper. Achso, das war der Skill. Gut. So, das nächste. Dann sind wir mit den Tsunamon und den Aufträgen auch schon fertig. Juhu, finde ich gut. So, zurück zur Mini-Würstchenkette. Da verkauft jemand ein Agumon-Ei. Achso, dann muss es ja auch neue Eier geben. Also, Kurimon habe ich erst schon gesehen. Agumon kann man jetzt auch anscheinend. Ich laufe in die falsche Richtung. Also gibt es viele Neuheiten. Das finde ich sehr, sehr gut. Schauen wir mal in unser Inventar. So, das ist ein Kristalloid. Okay. Wir haben 3M. Hm. Naja. Cheapest Dragon. Aha. Impmon-Ei. Impmon gab's auch schon. Das weiß ich.
Ah, erstmal zu Kurata. Oh, wir kriegen eine Sonderaufgabe. Worum geht's? Ein Mutant. Dafür kriegen wir unser Digivice. Richard Samson. Koromon, Upamon, Sunomon. Und Kunemon. Haji Baji beim DRTS Center. Wer ist der Typ hier nochmal? Hashiba. So, war erstmal Hashiba. So, und dann würde ich sagen, schauen wir erstmal in das DRTS Center rein. Denn ich habe noch nie gesehen, wie es da drinnen aussieht. Oh, ein Bibitmon. Das haben sie jetzt hier auch? Hm. Sowas. Wissen wir ja. Aber erstmal. Moment, es gab als charaktergebundenes Digimon. Will auch haben. Ach, Mann, oh. Da hinten. Ich sehe. Hashima. Hashima. Das gibt's jetzt auch. Oh Mann, es gibt so vieles jetzt. Okay, mein Digimon ist schon Level 9. Er hat auch noch was für uns. Ja, ihr seht schon, wie... Die Aufgaben scheinen uns nicht auszugehen. Aber erstmal gehen wir in das DRTS Center. Was ist da? Was? Was ist? Hä? Was ist das? Irgendwas in Händchen. Was? Nein, danke, wir wollen raus. Was? Entschuldigung, aber was? Ich meine, was? Okay. Oh. Uns fehlt nicht mehr viel. Für den nächsten Skill Point. Okay. Dann gehen wir noch schnell zu Kurata. Das können wir ja noch. Was hat er jetzt noch? Small Force. Aha. Na. Auf jeden Fall, an dieser Stelle beende ich erstmal den ersten neuen Part. Aber ich denke, ich werde es weiterführen. Part 5 ist das dann, logischerweise. Da ja die ersten vier Parts schon um waren. Ja, ich mache einfach Part 5 weiter. Ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann und ciao.